Als hätte Diensten es gewusst, bringen die tatsächlich pünktlich zu unserem Tequila-Tasting einen 15 Jahre alten Whisky mit Tequila-Cast-Finish raus. Was das Ding kann, das schauen wir uns gleich am Intro an. Los geht's, Kiddas. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin dann wieder in den Highlands unterwegs, hab für euch einen Diensten dabei, und zwar ein Tequila Cask Finish. 15 Jahre alter Kollege, 52,5% und leider schlappe 115 bis 120 Euro, je nachdem, wo man guckt. Aber halt Marketing-Opferdose, ne? Allein für die Farbe wieder, ne? Ich meine, ja, Brook Lady hat ja auch so eine Farbe, aber ist mir egal. Ich mag so Designs. Das ist genau das, was mich abholt und anspricht als Whisky-Trinker. Ja, Farbe vom Whisky, relativ hell, muss ich sagen. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das Ding so ist. Letzte Tequila-Reifung, die ich hatte, war, glaube ich, der... Oh, welcher war denn das nochmal? Der war ein rauchiger. Der hatte sehr viel Zitrusnoten und so. Wie hieß der denn nochmal? Smokehead, genau, von Smokehead, der. Jetzt hier mal schauen, wie das so bei Diensten ist. Ich muss ja auch generell sagen, ich habe ja Diensten im letzten Jahr so ein bisschen für mich entdeckt. Nicht nur den Virgin Oak, sondern auch den, welchen hatte ich denn da noch? Ah ja, den normalen 12er, den normalen Standard 12er. Den fand ich echt gut und deswegen bin ich momentan sehr offen, was das angeht, was Diensten so fabriziert. Dass wir hier nur eine limitierte Abfüllung haben, denke ich, ist klar. Aber ich gucke mal gerade, ob irgendwo draufsteht, wie limitiert. Habe ich nämlich nicht gesehen, ne? Nee. Ja, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, das wissen wir ja bei sowas. Aber, nee. Steht nicht drauf. Also, ist auf jeden Fall limitiert, aber auf wie viele Flaschen, keine Ahnung. Das finde ich hier nicht. Limitiert ist ja so ein dehnbarer Begriff mittlerweile. Kann ja auch 40.000 Flaschen limitiert sein. Keine Ahnung. Naja, der Preis ist auf jeden Fall nicht ohne. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine Bourbon Hogshead Reifung. Heißt also ganz klassisch. Und dann haben wir den nochmal in Tequila-Fass gepackt und den da drin gefinisht. Und ja, am Ende ist halt das Ding hier rausgekommen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird und wie das so schmeckt. Wir haben ja alle so im Kopf, wenn da Tequila steht, ist wahrscheinlich das einzige oder der Tequila hier mit dem Sombrero drauf. Habe ich, glaube ich, auch mal hier für Partys oder so, habe ich hier auch noch eine Pulle stehen. Der ist damit auf jeden Fall nicht gemeint. Das wollte ich schon mal anmerken. Gut, ich halte mal die Nase rein. Los geht's, Kinders. Erste Nase, frische, reife Ananas mit Vanillepudding. Ne? Also die einen kochen ja so Erdbeeren ein, andere kochen die Ananas ein. Ich, also als Pudding jetzt, ich sage, es ist Vanillepudding mit frischer Ananas drin. Also die Ananas ist in der Schale drin, wir haben so einen schönen, warmen, heißen Vanillepudding drüber gekippt, kurz abkühlen lassen und genauso riecht's. Super intensives Vanille- und Ananasaroma. Aber auch kaum was anderes. Also klar, die Fruchtnote ist sehr dominant, muss man wirklich sagen. Also er riecht super fruchtig. Ich kriege hinten raus, würde ich sagen, das könnten so irgendwelche, keine Ahnung, Nussschalen, Holz, irgendwie sowas. Aber es ist sehr, sehr dezent. Also für mich riecht es sehr intensiv nach Vanille und Ananas. Wie gesagt, eher wie so ein Dessert. So alles ist zusammen. Deswegen sage ich ja eher so ein Vanillepudding, wo ich irgendwie Ananasstücke reingeschmissen habe. Das ist so die Richtung. Ja. Also ich kann mir diese Assoziation mit Tequila auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Dass, wenn du dran riechst, hast du doch dieses Gefühl, als wenn du so einen richtig guten Tequila im Glas hast. Aber es kommt immer noch der Whisky halt durch. Ich bin auch wirklich auf das Tequila-Tasting gespannt, um einfach mal zu gucken, was das für eine Bandbreite hat, diese Spirituose. Ne? Gut, ich glaube,
viel mehr kriege ich von der Nase nicht. Also ich würde sagen, du hast wirklich Ananas, Vanille, Vanillepudding und hinten raus ist irgendwie so eine nussige, Holz, leicht holzige Note. Es ist eher Holz. Ja, so ein bisschen grünes Holz auch. Also Nase finde ich jetzt erstmal nicht so schlecht, bietet aber natürlich nicht so viel an, muss man tatsächlich sagen. Hat wenig Ecken, wenig Kanten, sehr rund, also passt alles irgendwie. Naja, wir probieren mal. Also auf euch, Kinder. Slange. Also diese fruchtige Note von der Nase ist irgendwie gar nicht mehr da. Und ich finde, er ist sehr unrund. Relativ scharf auch. Krass, ey. Also wenn ich dran rieche, riecht es total fruchtig, vanillig, lecker. Vom Geschmack her würde ich sagen, verbranntes Karamell. Irgendwas mit einem mehligen Apfel. Leichter Vanillemoment und hinten raus wird super trocken. Und ich kriege echt alles Mögliche an Weihnachtsgewürze. Wirklich so eine Zimt-Koriander-Nelkennote ist das. Aber wirklich trocken. Zieht alles raus. Alles. Komplett. Also wird alles. Der ganze Mundraum läuft trocken gerade. Also Nase und Geschmack haben nichts miteinander zu tun. Komplett. Also wenn ich dann gerochen hätte und gesagt hätte, so und so muss der schmecken und du probierst dann, sagst du komplett anderer Whisky. Aber diese verbrannte Karamellnote, die bleibt echt lange. Und die leichte Schärfe hinten raus, ne? Probieren wir mal einen Schluck. Schwierig. Finde ihn super schwierig. Zweiter Schluck wird noch unrunder, noch hotter, noch schärfer. Wo ist die Fruchtigkeit? Ihr kriegt jetzt auch noch so eine herbe Note mit dabei. Also dieses verbrannte Karamell ist eher schon so wie ausgelutschtes Fass gleichzusetzen bald. Also es ist so hinten raus wird der einfach sehr bitter. Ich habe wieder diese trockene Note. Es legen sich so ein bisschen diese weihnachtlichen Gewürze noch mit darüber. Aber in erster Linie habe ich einfach nur Karamell, so einen mehligen Apfel. Das Karamell ist aber schon übelst verbrannt. Trockene Note, herbe Note. Also der Dienst, ein Tequila-Cast und ich wären keine Freunde. Also die Nase ist toll. Die Nase ist lecker. Die riecht richtig gut. Wenn der Whisky jetzt so geschmeckt hätte, wie die Nase ist, ne? Ne. Das war wohl nix. Aber wie schlimm fand ich das jetzt? Also ich habe jetzt keinen Ekelfaktor oder so, ne? Aber... Ich denke jetzt so die ganze Zeit, okay, der kostet 115, 120 Euro. Hole ich mir den jetzt und habe gedacht, geil, ich habe was richtig Geiles im Glas, habe dann vorher nicht probiert, dann denke ich so, oh mein Gott, das meine ich nicht ernst. Probier nochmal einen Schluck. Naja, ganz ehrlich, mir ist der zu herb. Dieses herbe, verbrannte, quasi keine Frucht mehr da, trockene Note, die Weihnachtsgewürze, das ist eine Kombi, das ist für mich immer Totschlagargument. Vor allen Dingen, wenn der hinten raus so herb wird. Sorry Leute, den finde ich echt nicht gut. Also egal, wie gut die Nase ist, ne, aber der Geschmack macht gerade echt alles kaputt. Also 2 bis 3 Daumen hoch, maximal. Ich tendiere gerade echt eher zu 2. Da habe ich mir echt mehr von versprochen.
Mann, ey. Ja. Knass. Wenn ihr den im Glas hattet, habt ihr den probiert? Gern in die Kommentare oder Feedback. Vielleicht bin das auch nur ich, der komisch schmeckt oder so, oder der damit nicht klarkommt. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Lasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Bock habt, an meinen Teilungen teilzunehmen, da wird so eine Buddel zum Beispiel auch geteilt, dann einfach hier unten drunter die Links klicken, jeden Tag mal reinschauen. Also da kommt nämlich jeden Tag was Neues dazu. Und Online-Tastings auch, ist auch ein Link darunter. Einfach anklicken und dann seid ihr schon im Shop und könnt mal gucken, was ihr da so Nettes findet. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet, wenn ich hier Whisky verkoste. Bis dahin, euer Friendly Mr. Z.